Unsere Young Entrepreneurs versuchen schon in jungen Jahren, sich was aufzubauen. Das tun sie, indem sie originelle Geschäftsideen erfinden, die es vorher noch nie gegeben hat. Also zum Beispiel einen Wechselstrom-Experimentierkoffer. Oder sie bringen Dinge, die es schon gibt, an Orte, wo es sie noch nicht gibt. Also zum Beispiel Ferienlager nach Albanien oder Wildkräuter nach Hollabrunn. Oder sie machen was mit Vögeln. Also zum Beispiel sie vollautomatisch füttern oder ihnen Häuser bauen, die genauso aussehen wie ihre eigenen Häuser, nur kleiner. Und all das ist die Basis für eine Karriere als Unternehmerin oder Unternehmer. Und dann kann man sich vielleicht auch eine richtige Wohnung leisten. Das gibt's ja nicht. Actor, Wechselstrom-Experimentierkoffer. Ein Projekt der HTL Mössinger Straße in Klagenfurt. Der sonst eher gefährliche Wechselstrom lässt sich mit einem neuen Konzept anschaulich und ungefährlich demonstrieren. So, wenn du dir das jetzt anschaust, wirst du merken, unsere Skalen sagen da relativ wenig. Das heißt, du müsstest du jetzt erstmal die Stecker einstecken, das heißt eine Spannungsversorgung herstellen. Erste Buchse. Man sieht zumindest schon einmal ein paar Wellenlinien. Wir drehen jetzt noch die Stärke hoch. Und schon sehen wir die Ausbeulungen und können das Signal genau sehen. Ich habe gedacht, wenn ich mit Wechselstrom experimentiere, kriege ich sicher einen Stromschlag. Warum ist das bei euch so ungefährlich? Erstens, weil alles sehr gut isoliert ist und wenn man so ein Kabel angreift oder so, kann nichts passieren. Warum ist denn das normalerweise so gefährlich? Der Körper haltet nicht viel Strom aus. Sollte sich da ein Stromkreis über den Körper schließen, dann kommt es schnell zu Herzversagen. Und ich krieg sicher keinen Stromschlag mit diesem Ding? Ganz sicher nicht. Der Präsentationskoffer wird dann vom Lehrer, vom Professor verwendet. Und wir haben dann auch noch eine kleinere Version mit, wo dann kein Laptop dabei ist, wo dann die Schüler damit arbeiten können. Nature Rocks, ein Projekt der österreichischen Schule Shkodra. Drei Schülerinnen organisieren Ferienlager für die Jugend Albaniens. Wir haben Besuch aus Albanien. Was machen albanische Jugendliche normalerweise im Sommer? Die Jugendlichen machen nichts. Sie bleiben zu Hause, sie trinken Kaffees. Es gab keine Möglichkeiten. Und wie habt ihr das geändert? Also wir sind im Camps, wir verwenden kein Handys, also sie verwenden kein Internet. Was passiert denn am Abend? Am Abend, wir machen ein Lagerfeuer, wir tanzen, wir singen und so. Was bezahlen denn die Jugendlichen für das Camp? Also die Jugendlichen für eine Woche bezahlen 60 Euro. Es ist alles inklusive Transport, Essen und alle Aktivitäten. Und davon finanziert ihr euch auch selbst als Mitarbeiterinnen? Ja, genau. Und wir sind auch eine Non-Profit-Organisation. Wir haben eine Website im Facebook, Nature Rocks. Da sind alle Informationen und alle Fotos, die wir gemacht haben. Nature Rocks! Feed It, ein Projekt der HTBL UVA Weidhofen an der Ips. Ein praktisches und wetterbeständiges Fütterungssystem gibt der Rebhuhn-Population neuen Schwung. Warum sind euch Rebhühner so wichtig? Ja, weil wir wollen halt ein Zeichen setzen, dass sich die Jugend da für die Umwelt einsetzt im Prinzip. Wie genau funktioniert eigentlich euer Fütterungssystem? Also unser Futtersystem besteht aus zwei Teilen, zum einen den Kübel und zum anderen unser neu entwickelter Plexiglasspender, den man dann in den Kübel einsetzt und den Kübel wird dann befüllt noch und so kann das Rebhuhn an das Futter gelangen und fressen von unserer Fütterung. Wie geht's den Rebhühnern mit dem Ganzen? Wisst ihr davon schon was? Wir haben schon eine Wildkamera aufgestellt und da sieht man halt, dass wirklich die hingehen und das erfressen und das freut uns halt sehr, wenn wir das sehen. Rebhuhn gegen Reh und hier gewinnt eindeutig das Rebhuhn, denn ich bin jetzt ein Reh und ich versuche hier auch etwas von dem Futter. Ich hab's geschafft, aber nur viel zu wenig. Also das Rebhuhn hat eindeutig gewonnen. Styria Wood Junior Company, ein Projekt des BG und BRG Steinach. Ein Jungunternehmen fertigt und verkauft unter anderem Vogelhäuser und Federpenale aus nachhaltigem Zirbenholz.
Ich kann mir ein Haus bauen lassen und dann kann ich meinem Vogel ein Haus bauen lassen, das genauso aussieht, nur kleiner. Wie kommt man auf so eine Idee? Wie uns dann aufgefallen ist, dass die Idee am Markt noch nicht existiert, haben wir das aufgegriffen heuer und realisiert. Die Vogelhäuser sind aber nicht euer einziges Produkt. Es gibt noch einiges andere, was ihr aus Zirbenholz herstellt. Was ist denn das zum Beispiel? Also unsere zweite Sparte, Wonderland, steht für einzigartige Holzprodukte. Und da ist unser Fokus speziell auf unser Federbanal gerichtet, aufs Retro-Holz-Federbanal mit individueller Gravur. Warum Zirbenholz? Na, ich glaube, das riechen sie selber, wenn sie da mittendrin sitzen. Es riecht sehr gut und hat eine entspannende Wirkung. Und es wird immer beliebter am Markt. Also, und schön ausschauen tut es auch. Wird die Firma so nachhaltig sein wie Zirbenholz? Wir werden sehen. Happy Herbs Junior Company, ein Projekt der LFS Hollabrunn. Wildkräuter und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden im Gebiet Hollabrunn populär gemacht. Stopp! Das ist für die Badewanne. Das ist eine Sprudelbombe, die gibt man in die Badewanne. Dann sprudelt sie und da sind Rosenblätter drinnen und ein ätherisches Öl und das macht die Haut dann ganz weich. Das ist ein Blütenzucker, den gibt man in den Tee rein und das süßt den Tee und er hilft zusätzlich bei Husten. Also das ist unsere Blütenschokolade, die ist sehr gut, Sie können sie auch gerne probieren mit Hibiskusblüten. Besonders gern beliebt ist es bei Muttertag. Das ist eine Salbe für die Hunde, die man den Hunden die Pfote einschmieren kann. So, das darf ich jetzt aber essen, oder? Ja, das dürfen Sie essen. Das ist ein Wildkräutersalz. Es besteht aus Thymian, Oregano, Schafgarbe und Lavendel und normalen Speisesalz. Ich hoffe, es schmeckt. Es ist köstlich und es wird von dieser Junior Company in Hollabrunn erfolgreichst verkauft.